Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Und ich bin nicht mehr so sicher, ob das hier richtig war. Das sieht mir aus wie eine Pistole und nicht wie ein Gewehr. Nehmt mal noch meine Hand, ja. Das ist die scheiß Pistole. Ich habe das falsch gemacht. Ich dachte, das wäre das Gewehr. Jetzt haben wir hier eine dusselige Impro-Pistole in der Hand. Müssen wir uns nochmal kümmern. Und wir wollen vielleicht lieber noch was essen kurz. Zeig mal her, wie viel Red haben wir denn? Steht das hier irgendwo? Special Skills. Nee. Wo steht denn unser Red? Da ist schon ein bisschen, wa? Aber halten wir noch aus. Wir halten es noch aus. Essen auf jeden Fall mal einen Schluck. Nee, Cram hätten wir auch weglegen können, wa? Na egal, komm. Essen wir ein bisschen, macht nochmal Red. Und dann können wir demnächst mal ein Redaway benutzen. Speichern. Oberlandstation. Na, siehste. Es ist nur eine doofe Pistole. Ich habe das falsch gemacht. Mann, oh. Aber wir haben schön viel Munition. Aha, da sind sie doch, die Siedler. Wollen wir das mal beklauen, bevor wir mit denen reden? Ja, wa? Bett. Ach so, hier sind die Sachen jetzt rot, weil man sie klauen müsste. Und dann wollen wir das aber nicht. Guten Tag, Siedler. Haben die Minutemen dich geschickt? Ich bin die Minutemen, natürlich. Na, hallo? Sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Wie viele sind es? Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Läuft, meine Liebe, läuft. Was haben wir denn hier? Kochstation? Und eine Werkstatt. Schön. Durchsuchen? Du bist nicht mit dieser Siedlung verbündet. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal. Schwuppdiwupp. Map. Diamond City. Und Backstreet Apparel. Können wir direkt zum Backstreet Apparel die Raider platt machen und dann nochmal in Diamond City vorbeischauen für die Hauptquest so ein bisschen, wa? Machen wir das so? Machen wir so. Das war auch mal, also ich gehe mal nicht davon aus, dass jetzt bald die Hauptquest schon fertig ist dann. Aber dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Hauptquest gemacht und Sachen erlebt. Weil da müssen wir auch so langsam ein bisschen zu Potte kommen. Wir können ja hier schön das ganze Ödland befreien und coole Sachen machen, aber ein bisschen Hauptquest muss auch mal sein zwischendurch, wa? Aha. Militärfrequenz. Verloren, gefunden. Ich sehe keine Minen. Wir speichern mal trotzdem, bevor noch was passiert. Kochtopf, Glühbirne. Können wir erstmal wieder hemmungslos Zeug hier. Kaffeekanne. Da haben wir, glaube ich, Kochtopf. Müssen wir mal gucken. Wartet mal. Inventar. Ach, habe ich nämlich gesehen. Hätten wir auch mal machen können. Plastik, Stahl, Asbest, Kupfer, Stahl. Weil wir haben ja wenig Keramik. Da kann man zu Hause in den Werkstätten kann man markieren die Sachen für die Suche und dann kriegt man immer angezeigt, wenn irgendwo zum Beispiel Keramik drin wäre. Dann könnten wir das immer explizit mitnehmen. Aber habe ich natürlich vergessen und falsch gemacht und deswegen müssen wir uns jetzt darauf verlassen, dass wir so Keramik finden. Da ist ein Haus. Wollen wir das mal untersuchen? Hubblumen brauchen wir. Gut gegen Hunger. Also gegen tot sein. Und machen dabei gar nicht so viel Radioaktivität. So. Ist da jemand drin? Ein Toter. Schachbrett im Kühler. Brauchen wir nicht. Aha. Finde ich irgendwie verdächtig, wa? Liegt hier schön das Essen rum und alles? Huch, die sitzt aber schnell abgebrochen, die Haarklammer. Wollte ich nicht. So. Wie schön. Wie schön. Ach so, leuchtender Pilz. Nehmen wir mit. Daytripper nehmen wir auch mit, was auch immer das ist. Laborstation. Schlammbohne. Was haben wir hier noch? Machen wir hier zu. Machen wir die Tür zu. Blutblatt. Wir ernten mal hier schön alles ab. Was haben wir hier? Dogmeat, Alter. Was ist denn hier? Beutel Düngemittel. Die müssten wir stehlen? Aha. Speichern mal. Aber der Besitzer hier ist doch tot. Warum auch immer.
Patronenkorken, Patrone, Ledua, ein bisschen. Ist das vielleicht nur Zufall, dass der jetzt tot ist? Wollte der gar nicht tot sein? Braten. Da war, bei mir war was Grünes, seht ihr? Geröstetes Meyer-Look-Fleisch. Nehmen wir mit. Köterkeule machen wir auch direkt. Schön. Was zeigt doch mal die Suppen her hier? Blutblatt, Eichhörnchen, bisschen Karotte, schmutziges Wasser. Aha. Oh, plus 2% EP für 2 Stunden. Das finden wir ja mal gut, wa? Karotte, schmutziges Wasser, Strahlungsresistenz. Macht einfach nur viel Zeug. Schlammbohne, Kürbis, Hirschfleisch, Wodka. Auch geil. Station verlassen bitte, ja. Ist es jetzt eigentlich Zufall, dass der hier tot ist? Oder sollte der tot sein? Oh, Dogmeat, ey, ich sehe nur den Schatten. Haarklammerbox, geil. Nuka Cola, finden wir auch gut. Automat ist leer. Flaschenkürbis nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit hier. Melonenpflanze? Melone. Möhren. Karotte. Gib alles mit hier. Das leckere Gemüse. Mais haben wir noch nicht angebaut zu Hause. Sehr, sehr gut. Der hätte hier wahrscheinlich stehen und verkaufen sollen, ne? Aber jetzt ist er tot. Ich glaube, wir haben wirklich die dusselige Pistole genommen. Dachte ich ja hier irgendwie komische Schritte, aber die sind, egal wo ich mich hindrehe, sind die links. Also scheint das zur Musik zu gehören. Immer ein bisschen umschauen, nicht, dass wir wieder in Minen reinlatschen. Aha, sieht aus wie eine Drogenbox hier. Ah, ein kühler Redaway, nice. Redaway haben wir noch nicht so viele Holzblöcke. Spielzeugtruck. Gibt es da vielleicht echt irgendwie I und D? V und F, gibt es da echt so eine Dings vielleicht? Ein Achievement oder so, wenn man alle Holzblöcke sammelt? Aber ich glaube, jetzt habe ich schon wieder welche kaputt gemacht, aus Versehen oder so. Hier waren wir doch schon. Karte. Nee, wir waren da oben. Sieht nur genauso aus. Wie der Hintereingang zu der ersten Stadt. Cambridge war es, glaube ich. Was ist denn hier? Plünderer. Tot. Knusprige Eichhörnchenbissen. Schön. Au. Immer schön Q drücken. Dass wir nicht in Minen reinlaufen. Da habe ich noch Angst vor wieder. Immer noch. Ist nicht ein Diner? Ich fürchte mich auch ein bisschen vor Ghoulen. Ich ärgere mich, dass ich unser Impro-Gewehr weggetan habe und stattdessen jetzt eine Impro-Pistole habe. Das war nicht so schlau. Kaliber, Vorkriegsgeld, Kaffeetasse. Oh, Dinnerteller, wartet mal. Die könnten Keramik geben und Kaffeetasse auch. Ich lasse mal die Kaffeetassen liegen, ne? Dabei ist das genau Dinnerteller, Stahl. Kaffeetasse, Keramik, seht ihr? Jetzt müssen wir Süßkuchen, nehmen wir. Aschenbecher. Müssen wir einmal gucken. Aschenbecher. Keramik. Ha! Genau der Müll, den ich mal liegen lasse, ist der Müll, den wir am dringendsten brauchen. Dann werden wir das jetzt ändern. Ich habe immer noch Angst, dass hier irgendwo eine Mine steht. Die Dinnerteller machen nur Stahl. Sieb brauchen wir auch nicht. So. Besen brauchen wir nicht. Kochpfanne. Yum-Yum russische Eier. Aludose. Aludose. Nuka Cherry Tato. Sehr schön. Kaffeetassen. Müssen wir Tassen jetzt einsammeln. Insta-Püree. So. Halt, stopp. Terpentin. Speiseöl. Auch immer lecker, um Sachen anzumachen. Vielleicht ein schönes Salätchen, wenn wir jetzt noch ein Balsamico finden. Glaskrug ist, glaube ich, nicht so wichtig. So, schön. Ah, da steht noch ein Aschenbecher. War wohl ganz schön verbreitet hier das Rauchen. Und das, wo es 2077 war vorher. Also, wenn man jetzt mal überlegt, glaube in Amerika darfst du in den meisten Teilen der Welt nicht mal... in den meisten Teilen der Welt. Also in den meisten Teilen von Amerika darfst du, glaube ich, nicht auf offener Straße rauchen. Dafür ist ja aber alles voller Aschenbecher, hey. 2077 aus 1950 übrig geblieben. Das Rauchen noch cool war. Ich meine, es ist ja auch heutzutage hier bei uns so, dass... inzwischen an vielen Orten gar nicht mehr rauchen darfst. Was ich in vielen Situationen auch nicht als schlimm, beziehungsweise im Gegenteil als gut erachte. Aber an manchen Stellen ist es schon...
Oder wird auf jeden Fall wüst rumgeballert. Deswegen speichere ich immer öfter. So. Ich habe schon länger nicht mehr nach einer Mine Ausschau gehalten. Deswegen mache ich das jetzt nochmal explizit extra. Doppelt. Mich würde mal interessieren, wer da ballert und auf wen. Also wahrscheinlich Raider auf irgendwas. Raider Abschaum. Oh, jetzt ist er weg. Voll im Kopf. Nice. Deine Zeit ist abgelaufen. Ich habe eben noch einen Kopf gesehen. Da ist er. Hat ihn. Next. Nix ist Mäuschen. Jetzt kriegst du es. Alter. Bam. Das Lasergewehr ist ganz schön geil. Aber wir haben ganz schön kassiert. Aber wir haben ganz schön kassiert. Da müssen wir mal ein bisschen was essen jetzt nochmal wieder. Gut, dass wir gekocht haben. Daytripper. Glück. Charisma und verlieren wir Stärke bei. Brauchen wir nicht sowas hier. Guck mal, Eichhörnchen im Stiel ist doch schön. Mhm. Fleisch von Weichschalenmeier Lux. Warte. Ach, reicht erstmal. So, dann gehen wir jetzt rein. Entdeckt Hangman's Alley. Alles klar. Wollen wir das mal speichern? Wir speichern das mal. So. Machen wir dieses Geballer. Kurz, doppelläufige Schrotflinte brauchen wir nicht. Versteift umgürtet nehmen wir mal mit. Gucken wir später, ob wir das gut finden. Patrone, Patrone. Mit Bajonett, schwer Jagdgewehr. Aha, klingt auch gut. Aha. Versteift gehärtet. Leichtbau-Metallrüstung. Kaliber, Schrotpatrone. Gepolstert, gehärtet. Aber Raider-Rüstung finden wir wieder nicht so gut. Wartet. So. Leichtbau-Metallrüstung. Macht ja weniger als unseres. Rechtes Bein. Rechtes Bein. Hä? Haben wir am rechten Bein gar nichts an? Ach so, sag bloß die Käfigrüstung. Ach so, die Käfigrüstung macht alles. Ach, deswegen... Oh, jetzt habe ich alles weggeschmissen gehabt, ne? Ja, supi. Jetzt habe ich die ganzen anderen, die einzelnen Teile, die wir hatten, habe ich alle... Na gut, nehmen wir die Sachen erstmal mit und müssen dann zu Hause mal wieder in Ruhe alles nachgucken. So, hier wollte ich noch ein bisschen Q drücken, falls hier Minen oder so sind. Komm immer nicht, immer näher zu den Schüssen. Aha. Traubenmendels und Jet. Ist das hier Waffenwerkbank? Jetzt haben wir aber natürlich noch leider... Warum habe ich hier eine doofe Pistole? Das verstehe ich immer noch nicht. Das verstehe ich immer noch nicht. Mit Bajonett-Jagdgewehr. Mhm. Schnellzieh... Ach so, seht ihr? Die müssen wir auch nochmal. Die Lasermuskete. Wohl eigentlich bin ich momentan mit unserer Bewaffnung ziemlich zufrieden. Bis auf die doofe Pistole. Da würde ich lieber wieder... Würde ich lieber wieder eine Dings nehmen. Die andere, ihr wisst schon. Ist natürlich, jetzt muss ich mir nachträglich nochmal fragen, bei der Aktion mit dem Typen und seinem Synth, wer da der Synth war, warum der Synth eine Schrotflinte hatte. Mit Leuchtvisier abgestimmt Jagdgewehr. Mit Taschen lackiert Metallrüstung. Nimm mal alles mit erstmal. Noch einmal platt. Können wir wieder aussortieren hier. Wieso der eine Schrotpumpe hatte und keinen Kühlschrank öffnen? Leer. Werkstatt brauchen wir gerade. Warte mal. Ach. Sag bloß. Das ist jetzt unser Haus hier. Haben wir geklaut. Können wir eine Siedlung aufmachen. Zwei Betten. Moral 50. Keine Leute. Gibt ja auch noch kein Wasser und kein Essen. Wollen wir mal was aufstellen hier, dass die Leute... Dass hier Leute kommen können?
Wir machen mal Wasser. Hm? Bum, 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 bum. Bum, bum, Ressourcen. Wasser. Oh. Wir haben keinen Beton. Kein Beton, kein Stahl. Hatten wir doch alles. Ist es doch nicht übergreifend? Transfer. Nee, ist nicht übergreifend. Ach, ist nicht verbunden mit unserem, ne? So war das irgendwie. Irgendwie müssen wir das verbinden, damit es zusammengehört. Ansonsten ist es hier einzeln. Dann mache ich hier wieder zu. Wo geht's hier hin? Oh, Kette aktivieren. Tür. Zugekettet. Speichern. Kette aktivieren. Oh. Hallo. Wir machten sowas. Aber nicht nett. Oh, warte. Achso, war doch Miet. Was ist denn da für ein Geballer los? Wer bist du? Diamond City Sicherheit. Okay. Der ist uns erstens zu stark und zweitens ist der grün. Diamond City. Nochmal Diamond City Sicherheit. Alles gut. Entdeckt. Wir wollen noch gar nicht nach Diamond City. Wir wollen ja erstmal die Raider auslöschen. Auch lecker hier. Nichts zu sehen. Wollen wir hier runter? Wollen wir. Aha, hier haben wir nochmal was Schönes gefunden. Kochpfanne. Ah, hier können wir wieder Kaffeetassen klauen. Oh, und zwar in nicht geringem Maße. Schön. Und die Kaffeetassenfabrik hier. Patrone, Vorkriegsgeld, awesome, Kaffeetasse. Kaffeetasse. Schneidbrett. Radio Trinity Tower. Zeig mal her. Karte, Radio. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Und ich glaube, die Supermutanten wollen mich bald fressen. Ich setze diese Nachricht auf Wiederholung. Oh, Scheiße! Ich muss Schluss machen. Da kommt einer der Mutanten. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ich glaube, die Supermutanten wollen mich bald fressen. Ich setze diese Nachricht auf... Wollt ihr Glanzbox? Was? Was? aha. Oh, schmutziger Aschenbecher. Gibt wieder Keramik. Gut. Machen wir direkt mal wieder aus. Ah, wir können ja nochmal hier... Okay, machen wir auch wieder aus. So, okay. Haben wir also einen Hilferuf erhalten, dem wir auch nachgehen sollten. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon tun sollten. Also jetzt sind wir SO-Tronic. Ist leer. So. Beziehungsweise jetzt so in unserem Levelbereich und so, ne? Ich hab da ein bisschen Sorge, dass uns die Supermutanten ein bisschen auseinandernehmen. Weil sie sind halt Supermutanten, ne? Sonst wären es ja Mittelmaßmutanten, wenn sie nicht so gut wären. Und du hängst ja auch komisch. So möchte ich nicht gestorben sein später mal. Also wenn ihr mich mal tot irgendwie so hängen seht, legt mich mal bitte anders hin. Falls da noch jemand vorbeikommt. Oh, hier geht's auch hoch. Ich möchte eigentlich ganz gerne, wenn wir können, kühler Karotte. So, weiter hoch geht's hier nicht. Schade. Wäre ich gerne auf irgendeinem Dach, wo wir dann die Raider schon mal unter Beschuss nehmen können mit unserem tollen Sniper. Aber ansonsten würde ich sagen, stehen wir erstmal gerade ganz gut da, ne? Mit einer guten 10mm Pisse mit viel Muni. Mit viel Muni für unser Sniper. Noch eine Voltec Lunchbox. Türö. Die ist großartig. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Gut, die Scheren wären jetzt überflüssig gewesen, aber ich finde das witzig mit den Voltec Lunchboxen. Ob das was auf sich hat? Was? Ah. Hey, ich glaube, da draußen ist wer. Oh.
Eieiei. Du böse Raiderin. Der ging daneben. Bam. Die Laserwaffen sind halt super gut gegen die Geschütztürme. Ah, da hinter dem Dings. Ist gut, Dogmeat. Ruhig jetzt. Was ist denn der Geschützturm? Ach, der war in dem Einkaufswagen. Ich dachte, der wäre hinter dem Einkaufswagen. War ja auch gut. Die hat ja gar nichts, die doofe Kuh. Was ist denn hier? Raketenwerfer. Limmig. Geil. Backstreet Apparel. Haben es gefunden. So, ach so. Ach, deswegen hat er nicht auf uns geschossen. Weil er in die andere Richtung geguckt hat, wahrscheinlich. Der Turm hier, der Arme. Tut mir ein bisschen leid, der Turm. Aber die Leute... Warte. Das war der andere. Wo ist denn der Typ eigentlich hin? Stand doch hier auch drauf. Ah, der ist hier drunter gefallen. Hallo. Darf ich dich mal looten, bitte? Okay, den Grau. Ich komme da nicht hin. Da. Patrone, Patrone, kurzes Jacke. Wir brauchen... Metallrüstung. Nice, nice, nice. Voll schön. Nervt mich ein bisschen mit dem Radio Trinity Tower die ganze Zeit. Gefunden, verloren, gefunden, verloren, gefunden, verloren. Gut, dass wir es ausgemacht haben, sonst würde der die ganze Zeit anfangen zu labern. Aufhören, anfangen, aufhören, anfangen, aufhören. Aha, und hier müssen wir jetzt rein, sagt ihr? Moment jetzt, ne? Was war denn da? Warum ist denn das jetzt in die Luft gegangen da hinten? Krass! Okay. Metallrüstung, Harnisch. Guck mal, 12. Müssen wir mal gucken. 12. Linker Arm, 7. Ich glaube, das ist mehr. Warte mal, machen wir Rüstung, Harnisch. Warte mal, mit der haben wir 28, 27. 16, 5, 23, 30. Seht ihr, haben wir schon mehr. Linker Arm, linkes Bein. Dann brauchen wir noch rechtes Bein. Und rechten Arm brauchen wir noch, ne? Rechten Arm, warte mal, jetzt macht er nochmal mehr hier. Mit Taschen lackiert, Metallrüstung. Mit Taschen lackiert, Raiderrüstung, auch nochmal besser. Das ist schlechter. Umgürtet, Lederrüstung. Warte mal. Moment. Rechtes Bein haben wir. Linkes Bein haben wir. Rechter Arm haben wir. Linker Arm haben wir. Harnisch haben wir. Okay, haben wir alles. Schön. Zeig mal her, wie es aussieht. Huch. ja, haben wir nichts mehr drunter. Moment, der zum Psycho. Herr Raider? Darf ich mir einmal das Raider-Leder mitnehmen hier? Das ist ja... Raider-Leder, hier. Zieh das mal schön drunter. Zwar auch nicht unbedingt das, wie wir aussehen möchten. Aber wenigstens nicht mehr nackig. Tio. Da hatte ich halt nicht drauf geachtet. Ich dachte, die Käfigrüstung wäre halt eine normale Anziehsache, aber... Ja. Naja. Ach, da wollen wir mal. So, Baseballhandschuh. Nimm mal mit. Komm. So, und jetzt gehen wir mal rein hier. In die gute Stube. Guten Tag auch, meine lieben Freunde. Die Herren Raider. Darf es ein bisschen Blei sein? Dogmeat, Alter. Die lebt ja immer noch, die doofe Kuh. Gar nicht so klug, Dogmeat, was? Mann, Mann, Mann. So, Patronen, Patronen. 10 mm Automatikpistole, aha. Leichtbau. Abgedunkelt. Aha. Wir nehmen mal so Zeug mit. Gucken uns das mal an hier. Schrot, Stimpack. Raider-Rüstung, bla bla bla. Ups, das war nicht der Plan. Scheiße. Wie scheiße. Ja, zu Recht. Hast mich noch gar nicht gesehen, du dusseliges Vieh. Dusselige Kuh meine ich natürlich. Dusseliges Vieh wäre ja Dogmeat. Eieiei, jetzt aber spannende Musik hier, wa?
Oh, Granate? Oh, da bin ich vielleicht in eine Bombe reingelaufen oder so. Aber ist ja nicht passiert. Wer schießt denn da? Kleiderbügel, Einkaufskorb. Landarbeiterkleidung finde ich, glaube ich, besser als doofe Raider-Leder. Und jetzt labere ich den schon wieder voll rein, ne? Nee, behalten wir lieber erstmal das Raider-Leder. Ach so. Das war ja so eine Falle. Nichts war das, Leute. Ich weiß gar nicht, was ihr hier denkt. Huch. Manchmal brechen die aber auch schnell ab. Hm, besser. Sehr viel besser. Das wär's. Oh, das wär's. Aha, Stealth Boy. Mhm. Keine Ahnung, was der kann, was der macht, aber nimm mal. Klebeband. Achso, Malpinsel würde ich gar nicht mitnehmen. Aber noch haben wir Platz. Bisschen. Oh. Oh, aber nicht mehr viel. Müssen wir bald schon wieder Sachen wegschmeißen. Hier zum Beispiel die Käfigrüstung. Die wir nicht mehr brauchen. Lebt denn wohl, Käfigrüstung. Landarbeiterkleidung brauchen wir auch nicht. Und die brauchen wir auch nicht mehr. Eine Polizisten-Sonnenbrille reicht uns auch eigentlich. Hier können wir auch wieder aussortieren, mal. Warte mal. Leichtbau-Metallrüstung, Harnisch. Was haben wir an? Lackiert-Metallrüstung. Metallrüstung, Harnisch. Nehmen wir nur Leichtbau-Harnisch. Können wir den schweren Harnisch wegtun. Schön. Schön, schön. Diverses. Schrott. Mods, Munition. Oh, guck mal, schon wieder 184 5mm Schüsse. So. Türe zu. Oh, Dogmeat, das tut mir leid. Jetzt bist du halb Tür, halb Hund. Hundetür. Türhund. Ja, Einkaufskorb brauchen wir nicht. Ja, meine Lieben, aber solange wir hier sicher stehen, werden wir hier nochmal diese halbe Tür aufmachen. Den Brustkorb liegen lassen. Obwohl, Knochen brauchen wir für irgendwas noch. Nimm einfach mit. Knochen des rechten Beins nimm wir auch mit. So, jetzt stellen wir uns hier in Sicherheit. Hihi, können Sie kommen. Dogmeat, geh da nicht hin. Ob wir mit den restlichen Raidern fertig werden, das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 4. Wir laden kurz noch nach. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüssli Müsli.